Hey Leute, wir sind's wieder. Nach einer Woche Pause sind wir heute wieder für euch da. Wir haben heute wieder ein bisschen was Exotisches für euch ausgegraben. Was wir damit meinen, werdet ihr im Laufe des Videos noch erfahren. Ich habe heute eine Maske auf, Luis nicht, weil einer von uns wird testen, wie funktioniert das Training mit Maske und der andere macht es halt ohne Maske, damit wir einen Vergleich haben. Heute wieder, wie gewohnt, 5 Übungen für euch, das Ganze wieder im Tabata-Intervall, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, bis ihr eure 4 Minuten voll habt. Und jetzt geht's los mit der ersten Übung. Okay, und schon geht's los. Übung Nummer 1. Wir beginnen mit unseren Oberschenkeln. Wir sind uns selber gar nicht sicher, ob es diesen Begriff schon gibt. Ansonsten haben wir den jetzt erfunden. Wir starten mit den Jumping Jack Squats. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch einmal ganz kurz. Ganz easy. Schulterbreiter Stand. Ihr geht mit dem Po nach hinten in die Hocke und springt nach oben raus, Füße zusammen, wieder nach außen in die Hocke. Zack. 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 Verstanden? Ganz einfach. So, Freunde. Übung Nummer 2, es geht an den Bauch. Hierzu haben wir auch eine Variation. Wir wechseln uns pro Runde immer ab oder ihr macht 4 Runden die eine und 4 Runden die andere Variante. Variante Nummer 1. Wir legen uns auf den Rücken. Nehmen die Hände unter das Gesäß. Strecken die Beine kurz oberhalb des Bodens und heben den Oberkörper an. Die Ellenbogen dürfen nicht den Boden berühren. Und dann geht es wie eine Nähmaschine hoch und runter. Bauchspannung ganz wichtig, nicht zu hoch kommen im Oberkörper, die Beine nicht zu hoch. Schön flach. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Dann entweder zur anderen Variation wechseln oder halt noch 3 Durchgänge und dann erst die Variation wechseln. Ich zeige es euch nochmal in dieser Position. Gerade hinlegen, Hände unterm Po, Beine annehmen, Oberkörper annehmen, hoch und runter. Variante Nummer 1. Variante Nummer 2 ist, wir gehen über Kreuz. Schnelle Füße, Stabilität im Bauch und Vollgas. Schon folgt Übung Nummer 3, die Butterfly Plank. Auch da haben wir diskutiert, gibt es diesen Begriff schon oder sind wir heute so kreativ im Kopf, dass wir alles selber erfinden. Richtig. So, hierzu beanspruchen wir hauptsächlich die Brust, wobei der ganze Rumpf mitarbeiten muss, damit wir nicht einknicken und damit es vor allen Dingen nicht in den Rücken geht. Boah, kurz gefangen. Ja, gut, deswegen machen wir auch weiter. Gut, und zwar, wir legen uns auf den Bauch. Der Carsten führt es einmal von vorne aus, bei mir seht ihr das von der Seite. Wir legen uns auf den Bauch. Die Arme nehmt ihr im rechten Winkel neben euren Kopf. Ganz wichtig, Füße aufgestellt, klar. Die Unterarme bleiben jetzt auf dem Boden und dann drücken wir uns hoch und halten das Ganze. 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Denken und dann absetzen. Wer richtig hart drauf ist, der macht das Ganze dynamisch. Also es ist im Prinzip wie ein Butterfly. Ja, ihr drückt euch mit den Ellenbogen hoch, beansprucht volle Bude die Brust. Wer hart drauf ist, der macht das Ganze dynamisch. Das heißt, wir drücken uns hoch, gehen runter und drücken uns wieder hoch. Okay. Wie gesagt, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Und dann kommt die nächste Übung. Schon sind wir bei Übung Nummer 4. Übung Nummer 4 wird eine Übung für den Rücken sein. Dazu braucht ihr ein paar Materialien, oder besser gesagt ein Material, was jeder von euch zu Hause hat. Und das ist ein Tisch. Ein handelsüblicher Tisch. Und wie ihr mit diesem Tisch euren Rücken kräftigen könnt, zeige ich euch. Als erstes, ein wenig unter den Tisch krabbeln, Hände von unten nach außen greifen, Füße stabil vorne aufstellen, Bauch und Po anspannen und mit der Brust nach oben rudern, langsam runter und wieder nach oben. Das Ganze wie gewohnt, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, bis ihr eure 4 Minuten voll habt. Skull, skull.
Gut, ihr Lieben, wir sind schon an der letzten Übung angekommen, und zwar bei Übung Nummer 5. Hier machen wir Überzüge. Überzüge wie folgt mit dem eigenen Körpergewicht ist ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ja, also ihr müsst auf jeden Fall bewusst euren Lat anspannen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar legt ihr euch auf den Bauch. Die Arme gestreckt nach vorne, die Füße legt ihr hinten ab. Dann zieht ihr im gestreckten Arm, zieht ihr euch nach vorne hoch. Die Schultern bewusst nach unten runterziehen. Dann wieder strecken. Ranziehen und klack. Okay? Wie das von der Seite aus? Zeige ich euch einmal. Arm gestreckt nach vorne. Und dann ziehen und so. Ja, hier wieder. Und wieder lang. Und ziehen. Okay? Wie das Ganze aussieht, hintereinander in ein paar Wiederholungen, seht ihr jetzt. Alles klar, wenn ihr noch ein nasses T-Shirt anzieht, habt ihr euren Boden gleich mitgeputzt und dann ist die Bude blitzeblank. Wie alles hintereinander aussieht, alle 5 Übungen, seht ihr jetzt im Nachhinein im ganzen Raster zusammengefasst. Viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben. So. Das war knackig. Sehr knackig. Kurzes Fazit zu der Maske. Ich habe wirklich alles mit dieser Maske gemacht. Man muss sich ja eventuell darauf einstellen, dass die nächsten Trainings, auch wenn es wieder hier im Studio weitergeht, mit Maske durchgeführt werden. Es ist echt gewöhnungsbedürftig. Es ist schwierig, aber ich würde sagen, immerhin besser als kein Training. Ja, absolut. Und die Zeit, die da auf uns zukommen wird, werden wir das, denke ich, schaffen. Zum Programm, da sind knackige Übungen bei, freut euch auf den Tisch, kann ich euch sagen. Ja, muskulär auf jeden Fall mit das Anstrengendste, würde ich fast sagen, was wir bisher hatten. Ja. Aber sowieso wäre alles machbar. Zieht durch, wenn nicht mehr geht, irgendwas halten, auf gar keinen Fall in der Trainingszeit ablegen oder pausieren. Ja, vor allen Dingen würde ich sagen, die letzten beiden Übungen in Kombination fordern nochmal einiges ab. Eure Arme sind gefordert, euer Rücken ist gefordert. Ja, das war's, würde ich sagen, von heute für uns. Andersrum, von uns für heute. Macht ja nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es noch ein nächstes Mal gibt, bleibt bis dahin gesund und zu Hause. Peace.